Einen wunderschönen Samstag alle zusammen. Also erstmal schönes Wochenende und so, ne? Ich hoffe, es läuft bei euch. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, wisst ihr warum. Dann war es gestern zu heftig und wenn nicht, dann ist alles supi. Also, ich glaube, das Gewächshaus haben wir jetzt soweit mal ganz gut hinbekommen. Es wäre vielleicht nur noch toll. Das ist jetzt gerade eine spontane Idee. Wir bauen heute die Rooftop-Bar aus, ne? So, dass wir vielleicht noch hier noch ein Blümchen draufsetzen, wenn das... Nee, das geht nicht, ne? Das geht nicht mehr. Aber wir können es mal probieren, statt immer Nein zu sagen. Es passt tatsächlich. Es passt, Leute. Wir können hier noch einfach noch drei verschiedene Blümchen da reinsetzen. Das finde ich gut. Dann möchte ich gern dort noch... Ja, zwei Tulpen reinsetzen. Oder ne, ein Zierlauch. Ein Zierlauch. Ein Zierlauch. Und eine Tulpe. Super. Dann haben wir hier oben auch noch was draufstehen. Das finde ich gut. Hier habe ich auch noch ein bisschen Platz. Weil es ist immer noch ein Gewächshaus. Und ihr wisst ja, wenn man ein Gewächshaus hat, man übertreibt da gerne drin. Ne? Man hat ja nur beschränkt Platz. Und man benutzt den beschränkten Platz aus, um einfach nur zu übertreiben. So zwei. Dann fehlt uns jetzt nur eine rote. Yippie. Bums. Und da kommt hier noch eine Orchidee hin. Haben wir nicht mehr. Da kommt hier noch ein Zierlauch hin. So. Okay. Gefällt mir... Ist schön. Ist wirklich schön geworden. Ich könnte auch noch hier noch eine Blümchen hinsetzen. Ich weiß, Leute, es nervt. Aber es ist... Nee, das geht halt nicht. Weißt du, wenn die da auf dem letzten Ecke stehen würde, dann wäre es perfekt. Aber das macht es uns nicht. Okay. Rooftop Bar, wir kommen. Wir sind da. Also, wir fangen erstmal an. Hier muss was raus. Das müssen wir nachher alles verdingsen, ne? So, dann würde ich hier sagen, hier kommt Flieder hin. Bums. Bamslert, einen schönen Flieder dorthin. Weil der passt nämlich, bei diesem hellen Ton passt das super. Hier genau das gleiche. Bams, Flieder. Boom. Hätten wir. Soll ich den vielleicht überall in die Ecke setzen? Ich glaube, das wäre eine tolle Idee. Gucken wir mal. Dann würde ich hier auch noch gerne einen hinsetzen. Muss ja mal hier ein bisschen machen, ne? Ein bisschen viel machen. Zack, zack. Zack, zack. Aber da kann man eben schon innen von der Decke überall diese Elemente runterhängen lassen. Das finde ich halt geil, ne? Okay, das hier wäre schon mal richtig cool. Jetzt geht's aber los. Wie können wir das jetzt wirklich geil gestalten, damit das wirklich nach was aussieht, ne? Also, ideal wäre, dass wir einen Tisch haben. Hier, 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 hier. Dann, das wäre der Tisch. Dann bräuchten wir Bänken. Bänken haben wir ja immer schnell hier mitgebaut. Das ist ja kein Problem. Ich würde aber hier trotzdem einen Slab nehmen, weil wir nicht mehr so viele Stufen haben. Also Treppen. Immer Stufe. Die bauen wir dorthin. Weil man hat ja hier vom Dach die Rückenlehnen. Ne? Da kann man sich hier anlehnen. Super. Dann brauchen wir auch kurz die Werkbank. Oh, ich glaube, das wird eine coole Sache. Wir müssen uns wieder ein paar Platten bauen. Vier. Könnte ein bisschen eng sein. Eine knappe Kiste, ne? Noch ein paar mehr. 10 ist gut. 10 ist gut. Nimm sie die raus. Die Tulpen kann hoch. Die wollen wir jetzt nicht mehr gerade. So. Und dann legen wir die erstmal hier drauf. Da. 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 Und da. Und da. Das Haus burnt noch nicht, habe ich gesehen. Hier müssen wir mal kurz ins Lager fliegen. Müssen wir kurz machen, ne? Ich will ihn auch nicht zu viel verraten, weil sonst springt er ja hier nur durch das Video durch. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Das wollen wir auch nicht. Ja, ja, ich weiß. Miau, miau, miau. Du hättest nicht mit hier hinkommen sollen. Ganz einfach. Kann ja auch nichts dafür. Dann bräuchte ich ein Lagerfeuer. Kann ich nicht. Habe ich noch irgendwo eine Kohle rumliegen? Nein, die habe ich schon wieder alle verstochert, ne? Ich brauche eine Kohle. Darf ich mal bitte... du da und ein Block da. Machen wir mal eine Kohle oder zwei. Das ist halt jetzt wichtig. Oder man könnte das auch... Ah, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir machen erstmal zwei Kohle. Oder drei, weil, ne, die brennt ja gerade durch. Wir sollten trotzdem die Energie ja jetzt nutzen, ne? Also, wäre jetzt blöd, das hier einfach durchlaufen zu lassen, ohne was daraus zu brutzeln. Super, dann kriegen wir noch die dritte Kohle, kann man zwei Lagerfeuer machen. Ob wir die jetzt alle brauchen, I don't know, ne? Ist halt so. So, drei Stück hätten wir, super, danke dafür. Und dann einmal hier, dann war die dort, dann brauche ich... Moment.
Kannst du bitte dein Holz mit rausnehmen? Danke. Das? Kohle? Drei Blöcke? Oder waren es drei Dinger? Ich weiß es nicht. Und das einmal drumrum, ne? Super. Drei Lagerfeuer nehmen wir. Danke für nix. Dann muss ich einmal kurz hier hingehen. Wir nehmen uns... Was nehmen wir uns für einen Stein? Hier. Ein glatter. Und weißt du was? Nehmen wir einfach ein paar mehr mit. Weil vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr damit. Vielleicht. Aber das ist nicht garantiert. Oder wir nehmen so einen schönen gemeißelten Stein mit. Ne? Aber das macht eh keinen Unterschied. So, pass auf. Würde die Katze bis hier hinkommen? Aber ich finde das halt schön, wenn die bei uns im Lager ist, ne? Katze. Katze. Weil sie hat einen Vorteil. Sie schützt mich immer sehr gut vor Creeper. Ist jetzt hier? Ja, da ist er. Super. Komm, wir rennen einfach kurz mit der rüber. Komm mit Katze. Komm. Miau, 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 miau. Du bist ein bisschen nervig, aber miau, 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 miau. Komm. Boah, die Wege hier müssen wir auch noch komplett fertig bauen, ne? Pff. Katze? Wenn ich jetzt wegen dir sterbe, ne? Dann ist der Beef. Ah, unsere kleine süße Brücke mit dem Teich. Ja, das muss man auch noch machen. Alles zu seiner Zeit, Leute. Alles zu seiner Zeit. So, kommst du, Katze? Sie ist da. Ein bisschen Schiss hier. Ich nehme ein Lagerfeuer in die Hand, dann sehe ich mehr. Super, siehst du. Katze, wir müssen rennen. Rennen! Katze, rennen! Super, dann haben wir die wieder hier. Aber der Weg ist gar nicht so weit. Oh, the Wandering Trader. Da haben wir den Kleinen. Und hier steht hinterm Zaun hoffentlich, ne? Haben wir eine schöne Runde schlafen? Katze, du musst verteidigen, ne? So, und jetzt könnt ihr mal schön... Komm mal mit, Katze. Wir haben hier was zu tun. Katze? Da, Creeper. Ja. Ernsthaft, der Creeper kommt auf mich zu, obwohl eine Katze da ist? Ah, schon fast gedacht. Duanimo! Ach so, ey, ich hatte den Bogen doch gespannt, du. Katze, Katze, Katze. Nee, nee, not so cool, not so cool. Ich renn einfach mal weg. Fliege einfach auf meine Rooftop-Bar. Wo ist sie? Da. Da bist du. Viel nerven, wie ihr wollt. Gut, Katze. Feige gemacht. Ganz toll gemacht. Feine Katze. So, wir sind fast gestorben, ist ja egal. So, wir müssen einmal kurz auf den Tisch hier, was nicht geht. Dann brauche ich den Steinchen. Und den pflanzen wir jetzt mal da drunter. Und dann setzen wir hier ein Lagerfeuer drauf. So, das ist so ein richtig geiler, edler Ort, wo wir uns aufwärmen können. Man könnte auch jetzt den Kessel reinsetzen und Lava reinsetzen, ne? So wie da unten. Dann würden wir das so ein bisschen hier hinspiegeln. Das wäre auch eine geile Idee. Komm, wir machen das. Aber dann muss ich nochmal wegfliegen, ne? Ja, ist aber egal. So ist das halt im Leben, Leute. Man gewinnt nicht immer. Man muss auch mal verlieren zwischendurch. Aber die Lagerfeuer können wir trotzdem gebrauchen, ne? Habe ich meine Ender-Chest dabei. Wo ist meine Ender-Chest? Sind die noch hier? Musste ja, ne? Ah, ne, ihr seid ja hier. 64. Ein bisschen viel. Die eine wieder zurück. Ja, miau, miau, miau. Hast du gut gemacht mit den Creeper. Hast du gut gemacht. Pass auf. Davon brauche ich gerade nichts. Wir brauchen nur einen Kessel. Den haben wir hier stehen. Das hier kann man wieder wegmachen. Weil I don't need it, ne? Hinterher alle. Lass das wieder aufheben. Das ist kostbares Gut. Wir haben doch fast nichts davon. Ja, toll. Und heil dich jetzt mal. Ah, jo. Ich frage mich gerade, ob man einen Grillrost da drauflegen könnte. Das wäre halt schön, ne? Das wäre sehr schön. Super, danke, ciao. Das war's schon, Leute, das war's schon. So eine Aktion nur wegen einem Feuer, ne? Also einer Lava. Und hier runter. Aber das scheint ja jetzt gut zu klappen. Das scheint ja jetzt nicht zu burnen. Das ist immer wichtig, ne? So, Kessel raus. Bumm. Das heißt, der Kessel beschützt die tatsächlich. Und dann nochmal Lava rein. Oh, yes. Obwohl ich das mit dem Feuer schon irgendwie geiler fand, muss ich sagen.
Aber das da hat auch was, ne? Pass auf. Moment, ich muss mal gucken. Wo könnte ich das finden? Gitter. Dafür brauche ich ein bisschen Eisen. Ah, Moment, was kann man ja machen? Ich sollte aber vielleicht mal den Pfeil runter, den Bogen runternehmen, weil der Creeper da hinten, ich sehe es jetzt schon kommen, der macht mir nur Ärger. Ja, den sollten wir uns erstmal hier holen gehen. Mal schön wegnotzen. Er ist despawned, ne? Super. Das nehmen wir noch mit. Seitenhieb. Und weg wären wir, ne? So, mal gucken, was der Wandering Trader hat für uns. Boah, also jetzt läuft die Farm aber wirklich auf Hochtour, ne? Gefühlt. Ich bin voll. Aber da habe ich noch ein bisschen Platz. Wo ist denn der Kerl hin? Er steht im Sägewehr. Seht ihr? Deswegen war es schon sicher wichtig, dass wir hier so Sachen gebaut haben, ne? So. Oh. Oh. Kleines Tropfblatt haben wir noch gar nicht, ne? Ja, ich kauf dir das ab. Super, ich danke dir. Hat sich schon gelohnt? Hier haben wir... Potsäule, ja, ja. Die will ich nicht. Brauner Farbstoff will ich auch nicht. Da kann ich alles herstellen. So, pass auf. Ich schenke dir jetzt mal meine Emeralds. Was? Nö, 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 nö. Was passiert? Nichts. Was kann ich hier mal reinlegen? Eine Kette für den Export. Nee. Wir exportieren heute... Steine. Wir exportieren Steine. So. Hast du? Hast du. Ist immer praktisch, ein volles Inventar zu haben. Und hoch mit dir. Fast. Aber von oben sieht das Gewächshaus auch richtig gut aus, ne? Hat was. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, ne? Es ist immer noch Geschmackssache, ist klar. Aber mir gefällt es tatsächlich sehr gut. So, pass auf. Wäre es vielleicht cool, wenn wir hier 3 Lagerfeuer wäre im Endeffekt 1 zu wenig, ne? Und was ist, wenn wir die da wegmachen und hier so ein... Hier könnte ich mir noch so vorstellen, so ein Chillout-Area zu bauen. Moment. Sowas, ne? Schon einfach so Sessel-like, Leute, ne? Man sitzt sich so rein hier, ne? So, nicht anders. Schöner Sessel dort. Das finde ich, das hat was. Ein roter Teppich davor. Der ist wasserdicht, Leute. Das ist wie künstlicher Rasen, ne? Super. Hat was. Immer so einen Laufweg hier machen. Ey, das sieht bescheuert aus. Weg da. Ja, Katzi. Ja, hier bist du viel besser aufgehoben. So, das hier. Ich fand es mit dem offenen Feuer zwar schon geil. Aber das da hat was. Na komm, wir gucken jetzt mit dem Gitter. Gitter. 16 Stück, kein Platz. Irgendwas muss rausschmeißen, ne? Das wäre jetzt cool, wenn wir das legen könnten, aber das geht höchstwahrscheinlich nicht, ne? Ja, es macht nur Fancies. Fancies ist das. Und hier hängt man dann den Fisch dran, Leute, dass der so garen kann von unten. Was halten die davon? Was haltet ihr denn? Pass auf, da könnten wir die vielleicht wegmachen? Ne, so. Da bauen wir dann eine Rot hin. Weil wir haben ja hier einen fancy Stuff, ne? Ja. Ohne Scheiß, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Die mega krasse Grillecke. Auch End-Rots, weil die ist Feuerresistenz, Leute. Die brennt nie, ne? Das hat was. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier Fisch rankriegen würden. Das wäre halt geil. So, ne? Aber so wird es halt ein ganzer Käfig. Und das finde ich halt dann nicht mehr so toll, ne? Ja, das ist zu viel des Guten. Also bisschen ja, aber auch nicht zu viel. Falsch nachgebaut, war so klar. Miau, miau, miau. Misi, du kleine Misi. Also dann hätte ich gerne hier noch draußen ein Barrel stehen, weil ein Barrel muss ja auch sein. Ne?
So, hier, Bimsle. Wenn du hier so schön am Chillen bist, dann kannst du dich hier direkt bedienen. Dann darauf würde ich gerne Pflanze setzen. Kann ich da die Neues schon reinsetzen? Das wäre ja schön, wenn das gehen würde. Schade. Die ist halt nicht so ein Gönner. Die muss im Wasser stehen, ne? Ich verstehe. Boah, Moment, Leute, Moment. Ich bin am Überlegen. Ja, die passt nicht da rein. Tulpe, ja. Bau die mal dahin. Finde ich gar nicht so schlecht. Hier noch eine Tulpe. Ja, so ein bisschen Red-Style sind wir hier draußen unterwegs, ne? Aber hier wollte ich noch eine draufsetzen. Aber du kriegst dann hier die da, weil die passt da von der Farbe an sich ein bisschen besser zu den kühlen Ton, ne? Dann müssen wir die theoretischerweise auch austauschen. Dass wir in Ton bleiben. Weil die Tulpe ist einfach zu warm. Setze dahin. Super. Und weil wir so richtig oldschool sind, setzen wir uns... Nee, das geht nicht. Wir haben die Rods hier. Ich hätte jetzt gerne noch eine Laterne. Oh, wir probieren es mal kurz. Ich habe ja gar schon jetzt schon keinen Platz mehr in meinem Inventar. Also fahrt die Blümchen mal da rein. Nee, das sind Raketen. Das sind keine Blümchen. Ja, ist so. Und den Teppich kannst du auch reinpacken. Den will ich gerade nicht. Und die behalte ich, weil sonst vergesse ich sie. Weil deswegen packe ich das auch da rein, weil ich das sowieso vergessen werde. Was soll ich gerade machen? Eine Laterne bauen. Super. Oder mehrere vielleicht. Ich brauche eh noch ein paar mehr. Super. Dry. 30 Stück hätten wir hier. So, dann hier eine Laterne drauf. Oh, doch, das hat was. Die schnieke die Ecke. Die ist wirklich schnieke. So, jetzt kann man hier noch eine Laterne reinhängen, ne? Ne, das geht nicht. Aber da drunter geht es bestimmt. Ne, geht auch nicht. Was ist denn los bei dir? Ist krank, Junge? Oh. Ach, das ist too much. Das ist too much. Hat zwar was, aber nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. Hier ist die Fischstation, ne? So eine Grillstation. Das finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Jetzt ist aber die Frage. Wir brauchen aber noch ein offenes Feuer, Leute, ne? Wenn ich... Hier kommt man rein. So. Ja, entweder hierhin die vier. Aber dann macht es auch keinen Sinn, die auszubauen. Weil Lagerfeuer kann man ja einfach so dahinstellen. Ne? Aber wir haben nur drei, ich weiß. Dass auf der Rooftop-Bar einfach Feuer brennt. Aber das ist mir schon zu viel, ist gut, ne? Und wenn wir nur das eine hier lassen, schön chillig, so, ne, dann stehst du hier, schön geil. Dann müssen wir hier so einen Stehtisch bauen. Kannst du bitte das nach unten setzen? Den würde ich gern hier hinbauen, den einen. So, das finde ich halt geil. Und dann bräuchte man einen auf dieser Seite, ne? Dann würde ich den auch genau dahin bauen. Weil dann ist der so ein bisschen aus dem Weg. Aber auf der anderen Seite steht der nicht gut da. Bauen wir den mal hier hin. Weil da können die... Kätzchen, hast du mir die geklaut? Wo ist denn jetzt die Platte hin? Die reingeflogen? Die runtergeflogen? Da ist er. Irgendwo hat er sie wieder aufgehoben. So, da kann man hier so schön chillig stehen auch, ne? Schön in den Blümchen so drin. Das finde ich schon mal geil. Es darf auch nicht zu viel sein, ne? Weil es ist ja trotzdem eine kleine Terrasse, ne? Hier möchte ich gerne noch einen kleinen Sitzplatz bauen. Vielleicht aber dann so. Ne? Dass man sich hier wieder so noch chillig hier hinsetzen kann. Für das, wenn man mit den anderen Leuten hier noch spricht. Die brauchen hier keine Ablage. Und da soll man hier noch einen ganzen Stamm hinbauen, damit das Element so immer wiederkehrt, ne? Wie hier. Aber dann wäre vielleicht hier drauf ein Lagerfeuer auch geil, weißt du, dass es so ein bisschen in der Höhe steht. Aber leider sind die zu hoch, weißt du? Das sieht im Real Life sieht das geiler aus. Scheiße, jetzt habe ich es abgebaut, habe ich die Kohle wenigstens gekriegt. Sind da zwei Kohle raus? Cool. Cool. Katze! Ruhig. Und was wäre, wenn wir hier noch so einen Zaun, also ein Gitter drum rumbauen, damit die Leute sich hier nicht drin verbrennen?
Aber das ist halt immer das Problem. Das müsste viel näher dran sein, ne? Und so schließt das überall ab. Das ist nicht gut. Bei uns verbrennt man sich die Finger. Siehst du? Sag mal, warum man so einen Schutz hat. Okay. Aber die ist schon cool, die Rooftop-Bar, ne? Man könnte natürlich das Lilane jetzt gegen einen roten Ton austauschen. Könnte man machen, aber auf der anderen Seite finde ich das aber schön gerade so. Ja, ja, weil das ist kühl an sich, ne? Oder wir probieren es trotzdem mal. Wir bauen es mal um. Und die brauchst du nach unten. Wo? Wo ist ein Zombie? In der Bude? Niemals im Leben. Nee. Passt. Pass auf. Du mal weg. Du an der Stelle. Weil das ist ein bisschen edler. So, wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber es ist einfach ein bisschen edler. So, du weg. Du nach unten. Dann du. Ja, Kätzchen. Geh, hol ihn einfach. Ernsthaft, war das die letzte? Dann nimm nicht. Oder? Ich habe eine Idee. Ich hab gedacht, was läuft denn da über die Decke? Guck da, das ist die Spiegelung von der Katze. Wir könnten aber tatsächlich, ich sag mal, die dann nehmen. Moment. Wir haben ja noch die Orangentulpen. Die würden sich auch gut dazu gesellen. Na, jetzt hätten wir sie. Aber ich finde, Orange passt jetzt in dem Fall besser. Er ist wärmer. Wird schwärmer. Also mir gefällt es persönlich besser. Das andere war zwar cool, so im kühlen Raum, so, ne? Aber so ist schon geil. Ja, das reicht hier. Fertig aus hier, Leute. So. Hier vielleicht ein Gitter drumrum. Wie sieht denn das aus? Mit den Rods verbindest du dich auch nicht, ne? Das ist auch scheiße. Scheiße an sich. Naja, das ist zu wild. Das braucht man nicht. Vor allem, weil das Element sich ja schon wiederfindet im... Ach, da bist du. Moment, ich hab was für dich. Einmal lächeln. Scheiße! Ich hab meine Katze gekillt. Du Scheiß-Zombie, du bist schuld daran. Nein, ist ja im Endeffekt nicht. Ich habe ja drauf geschossen. Aber... Wir brauchen eine neue Katze, Leute. Ich hab die Katze gekillt. Ich hab meinen Hund gekillt. Ich hab meine Katze gekillt. Nee, Mann. Ey, das hier reicht mir. Wirklich. Hier noch eine Laterne drauf. Bamsler, deswegen habe ich die gebaut. Super. Und hier könnte man tatsächlich den rausschlagen. Ich weiß, dass das mein Endblock ist. Und hier würde ich dann auch nochmal einen ganzen hinsetzen. Stripen. Und dann noch eine Laterne da drauf setzen. Macht's noch ein Stück gemütlicher. Ja, doch. Rooftop-Bar fertig, Leute. Hier würde ich chillen. Wirklich. Hier würde ich unfassbar gern chillen. Miezekatze umgebracht. Was läuft hier? So. Das gefällt mir. Wir brauchen Miezekatze und einen Hund. Da. Er will nicht mehr da rein. Ist egal, pass auf, wir machen direkt mal das Thumbnail hier, weil ich das wirklich cool finde. Ja, vielleicht ein bisschen nach vorne. So, Rooftop-Bar. So. Super. Sieht mega aus. Wirklich mega aus. Das hier sieht auch gut aus. Mehr würde ich auch nicht reinballern, ne? Ist immer schön voll. Und die Blümchen, das sind die Ersatzblümchen hier, ne, Leute? Da wisst ihr Bescheid. Aber kleines Tropfblatt, ne? Oder muss man die auf Moos setzen? Ich weiß es halt gar nicht, ne? Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich schnell schlafen gehen kann. Lauf, Forest, lauf. Lauf. Ja, ja. Hopp. Und ins Bett. Und schlafen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir sind in der letzten Folge. Wenn so eine Woche rum ist. Und wir haben immer noch nicht die Bambusfarm gebaut. So, pass auf. Verkaufst du noch mehr davon? Nein, du willst nichts mehr geben. Ja, das ist halt so eine. Pass auf, kann ich dich hier reinsetzen? Ja, hier wächst sie. Och, schön. Weil ich würde das halt
So tief kann man dich nicht setzen. Du musst irgendwie an der Oberfläche sein, okay? Gut zu wissen. Aber den Teich müssen wir eh noch machen. Kannst du auf Sand? Nein, nur auf Erde. Aber die kann man doch bestimmt nur auf Moos setzen. Weil ich habe doch gesehen, dass die auch in der freien Natur rumstehen. Leute, er muss es wissen. Deswegen fliegen wir jetzt nach Hause und holen uns mal Moos. Guck, das steht der. Wow. Nee. Oh. Nein. Ach. Was zündest du denn noch in der Rakete? Keine Geduld. 2 Meter. Ach, ich dachte schon, du hängst fest. Was soll ich jetzt nehmen? Moos. Moos. Ich weiß gar nicht, ob ich Moos habe. Doch, hier. Moosblock. Da. Super. Ist aber nicht viel Moos, ne? Das ist nicht so viel Moos. Moment. Schon eine Idee. Ich muss ein bisschen weiter wegfliegen. Sind wir aufnahmetechnisch? Ja, wir sind schon fast wieder am Ende angekommen. Ist aber egal. So, hier haben wir Berge. Super. Die brauche ich nämlich. Da ist ein Plateau. Super. Das will ich haben. Du raus. Du rein. Knochenmehl. Boah, ich habe kein Knochenmehl dabei. Ich bin aber froh, dass ich hier noch ein bisschen was habe. So, bums. Sehr geil. Sehr geil, leider geil. So, jetzt brauchst du alles hier mit Behutsamkeit ab. Eine Azalee. Sehr geil. Das ist die erste, die wir haben, ne? Hopp. Moosblock. Blip. Über. Oh, immer noch ein paar. Ihr könnt mal tatsächlich bei uns bauen, ne? Ihr habt ja auch gesagt, wir sollen das mal unbedingt mal machen. Und ihr habt ja auch recht. Wir haben ja aus der 1.18 fast noch mit gar nichts gespielt, ne? Aber das ist halt so, das ist bei mir so ein Entstehungsprozess. Irgendwann komme ich dann dazu und dann will ich damit zocken. Aber ich bin halt so kein Mensch, nur weil es jetzt neu ist, muss ich jetzt direkt damit spielen, ne? Wisst ihr? So. Aber jetzt haben wir sie ja hier. Jetzt können wir das ja mal angehen. Kannst du nicht mehr heben? Den raus. Genau, jetzt haben wir den richtigen Bäumchen. Und den raus. Den brauche ich auch nicht mehr. Super. Da, ne? Blühende Azalee. Das ist einfach eine Azalee. Okay, das reicht uns aus. Ich baue die Rocket. Kann man ja immer unendlich weiter vermehren, ne? Ist ja so. Warum ist da ein Lavasee? Der hat gut hier abgebrannt. Holy moly. Sehr schön. Ja, es gibt so viele Projekte, Leute, die wir noch machen müssen. Es ist einfach Wahnsinn. Aber ich muss ja gucken, wie ich es mache, ne? Was machst du hier? Keine Ahnung, ne? Du willst in den Pool. Juhu! Oh, ach, come on. Schön mal das Bein gebrochen und in den Teich gefallen. Ist toll. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Sollte hier nicht noch ein Lagerfeuer hinkommen? Super geil. Vielleicht müsste die Terrasse um 1 vergrößert werden, ne? Sieht so optisch ein bisschen besser aus. So, wo haben wir die Kerlchen? Da. Mal hoch. Okay. Komm, den letzten auch noch. Einmal raus. Ich sollte mal vielleicht mal was Kleines essen. Das bringt auch schon mal viel. Super. Und jetzt setzen noch hier die Fences hin. Bim. Bim. Brim, 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 brim. Habe ich noch welche? Nein. Dann können wir auch nicht mehr weitermachen. Dann war es das. Feierabend, Leute. Feierabend, Feierabend, Feierabend. So, pass auf. Ich möchte aber gerne das hier noch ausprobieren. Wenn ich dich da reinsetze, kann ich dich da draufsetzen? Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ist doch mega geil. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Schön.
Das ist unfassbar geil. Ah, die hier kannst du höchstwahrscheinlich nicht spannen, ne? Aber den Moosblock kannst du da hinsetzen. Ja, vor allem auch als Rasenunterschied ist das halt schön, ne? Sieht schön aus. Aber du bist noch zu klein. Du bist noch zu klein. Man kann dich doch wachsen lassen? Weiß ich gar nicht. Oh, jetzt bist du zu groß, ne? Und jetzt baue ich dich ab. Dankeschön. Ja, und da kann man das Trepp benutzen. Super! Super, super, super. Okay, das hätten wir getestet. Viel rumgespielt. Was brauche ich noch? Ich brauche noch ein paar... Ich muss oben hin, ich muss oben hin. Hau mit dir. Und dann brauche ich noch ein paar Falltüren, ne? Super, aber ich glaube, zwei reichen nicht aus. Super, jetzt haben wir vier. Den Block kann dort bleiben. Da haben wir die Bude zwar noch nicht ganz fertig in dieser Woche, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Also ich habe auf jeden Fall Zeit. Ich muss mir auch die Zeit nehmen, weil ich gehe nicht schneller. Das ist es halt. Ja? Wie wir ja schon Anfang der Woche gesprochen haben, das geht nur, indem es, dass die Folgen kürzer werden und nicht viel mehr rausschneiden. Und noch weniger Folge, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. So, kannst du die noch mitnehmen? Super. Das hier ist schön. Schön, das gefällt mir. Ich mach jetzt auf. Ernsthaft. Lass mich da rein. Super. Er ist die Terrasse um eins größer, das finde ich geiler. So, die Gitter habe ich noch hier. Ja. Kann ich dich dann hier drumherum setzen? Ja, weil das kein ganzer Block ist. Wie bescheuert. Aber es sieht auch blöd aus. Ich will die irgendwie verbauen. Aber ich glaube, das kann man nur ins Schloss einbauen später. Ich hätte gerne so einen schönen Grill damit. Das wäre halt schön. So, oder mit einer Kette hier so. Dass du eine Kette so setzt. Aber die schweben alle hier, ne? Wenn wir eins tiefer sind. Das ist halt das Problem. Ein Problem. Außer. Was wäre, wenn wir hier drumrum den rausschlagen? Müsste der da sein? Den rausschlagen? Den hier. Und der da kriegt auf jeden Fall einen warmen Rücken. Ah ne, das ist zu viel. Das müsste der hier sein. Ne, ist richtig. Und der hier, den müsste es sein. Das eine ist zu weit weg. Du wieder rein. Du wieder rein. Das ist gerade so gut. Und dann nehmen wir uns den Stamm. Und dann bauen wir hier den Stamm ein. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gehen, ne, weil ich da nicht an die Kante komme. Bäm, 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 bäm. Drei Erde. Ja, das funktioniert. Super. Und da drauf packst du den Stamm. Die Erde brauchst du immer noch. Super. Und den entrinden wir. Ja, geil. Dann hat man hier so einen Sitzplatz, weißt du? Was ist, wenn ich sie lege? Oh, dann können wir legen sie. Doch, wir legen sie. Dann ist das hier... Warte, dann mal schnell weg. Immer noch geflutet, das finde ich besser. Und die hier, die legen wir. Weiß irgendwas raus. Da, Erde. Das sieht halt besser aus, ne? Weil man so seitlich die Maserung sieht. Das ist schöner. Da hat man hier noch so einen kleinen Chill-Out-Area. Point of Interest, so. Das ist natürlich noch nicht fertig gebaut hier, ne? Das ist ja klar. Aber hier kann man einfach schön ein bisschen chillen auf der Terrasse. Vielleicht kann man hier... Yep. Nicht setzen. Nur umgedreht. Aber. Ja. Ja, das ist wie immer, ne? Das ist halt so suboptimal. Der Rücken ist viel zu hoch. Wenn der nur so ein bisschen rausgucken würde, aber dann, dafür bräuchte ich den ganzen Block. Das ist halt das Problem. Aber das ist nur ein halber, ne? Das ist das Problem. Aber können wir so lassen. Wie wirklich, Leute, können wir so lassen. Jetzt gehen wir uns noch einmal kurz unsere Rooftop-Bar aus, anschauen. Boah, die ist so geil geworden. Die ist wirklich gut geworden. Das finde ich auch geil mit dem Grill. Ja. Ich bin auch froh, dass wir die Pflanzen geändert haben. Sieht stimmiger aus. Na, mal kurz hier rein. Erstmal so die Woche noch einmal Revue passieren lassen. Das komplizierte Dach, was ich nicht wollte. Aber super geil aussieht. Diese Chill-Out-Area finde ich mega cool.
gefällt mir gut, obwohl ich so auch ein paar Mal umentschieden habe, aber so ist es halt. Die Pflanzecke ist genial. Das ist das Einzige, was vom Regal noch übrig geblieben ist, aber das reicht vollkommen aus. Bisschen indirektes Licht überall. Hier ein paar Blümchen, die Fässer finde ich auch richtig gut. Ne? Natürlich müssen hier unten jetzt in diesen Räumlichkeiten hier überall noch so Platten gelegt werden. Ne? Aber da könnten wir uns vielleicht überlegen, ein Muster zu machen. Kannst du mal irgendwas in die Hand nehmen, was Licht macht? So. Dann wird es zu dunkel, ne? Das ist das Problem. Naja, egal. Guck mal, wie wir das Muster auf jeden Fall machen und dann wird das was. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht noch ein schönes Restwochenende. Bis nächste Woche. Ciao mit V.